Liebe Kunden, ab 2. Juni haben wir wieder für Sie geöffnet. Hallo! Ja, Susanne, so schnell und so einfach geht es jetzt leider nicht. Ja, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Der Koffer ist packt, also ich war bereit zum Reisen. Schaut mir das jetzt aus. Ja, ab 2. Juni, wie gesagt, haben wir für Sie geöffnet, aber nur auf Terminvereinbarung. Also bitte, liebe Kunden, meldet euch vorher an. Das heißt, per Mail, per Telefon oder im Live-Chat auf der Homepage. Könnt ihr Termine vereinbaren und dann auch gerne zu uns ins Büro kommen. Gut, also das heißt, ich wende mir meine Reiseexpertin des Vertrauens, mache einen Termin aus, weiß auch dann schon ganz genau, wie viel Zeit ich einplanen muss. Und dann freue ich mich auf gute Angebote. Ich habe gehört, wir haben was in Österreich, kleine nette Strukturen. Ja, also wir haben daran gearbeitet, wir haben ein nettes Produkt, was jetzt schon möglich ist, sprich mit Österreich. Und wir hoffen, dass natürlich die Grenzen dann bald aufgehen. Aber vorab müssen wir noch einen kleinen Hinweis geben. Abstand, Hygienemaßnahmen ist bei uns zu halten. Babyelefant geht sich nicht aus, also einen Schwimmreifen. Gell? Und als Schutz für uns, als Mitarbeiter, haben wir ein Visier auf, beziehungsweise auch Schutz für unsere Kunden. Ja, ich nehme natürlich meinen eigenen Mundschutz mit. Ja, und der, was seinen Mundschutz vergessen hat, für den haben wir natürlich notfallmäßig einen parat. Und ganz, ganz wichtig bitte, beim Einkommen Hände desinfizieren. Ja, und dann haben wir alle Auflagen quasi erfüllt, die uns vorgeschrieben werden. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ideal beraten in einen sicheren Urlaub. Ja, und wir hoffen, wir hören bald was und die Grenzen gehen auf und wünschen dann allen Kunden wieder einen schönen Urlaub. Wir freuen uns auf euch.